Und nun zu einer Geschichte, die uns kürzlich zu Ohren gekommen ist, über einen jungen Mann, der vor vielen Jahren in Prag war und dort eine schreckliche Situation vorfand. One Life ist eine fesselnde filmische Hommage an Sir Nicholas Nicky Winton, gespielt von Sir Anthony Hopkins, der kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs überwiegend jüdische Kinder vor den Nazis rettet. Hallo? Der Film springt zwischen Dezember 1938, als der junge Londoner Börsenmakler Nicholas Winton, dargestellt von Johnny Flynn, von den entsetzlichen Zuständen in tschechischen Flüchtlingslagern erfährt, und London 1988, wo der ältere Winton mit dem Schicksal der Kinder konfrontiert wird, die er nicht retten konnte. Wir haben 20 reisefertige Kinder, für die es nur 8 Pflegefamilien gibt. Viele wären bereit, ein Kind aufzunehmen, aber sie können die 50 Pfund Sicherheit nicht aufbringen. Am nötigsten brauchen wir also Geld. Ich mach mal ein paar Anrufe. Telefon? Komm mit. Kaffee? Niki, 5 Pfund. Und 20 Pfund von den Pfadfinderinnen. Und dann auch insgesamt 100 Pfund an einem einzigen Tag. Die Picture Post hat 90 Pfund gesammelt. Basierend auf wahren Begebenheiten bietet der Film unter der Regie von James Hawes ein bewegendes Porträt eines außerordentlichen Mannes, der gegen alle Widrigkeiten kämpfte, um das Unmögliche möglich zu machen. Neben Hopkins und Flynn brillieren Helena Bonham Carter, Lena Olin und Romola Gary in weiteren Hauptrollen. One Life feiert seine Weltpremiere schon beim Toronto International Film Festival 2023 und ist ein zeitloses Zeugnis menschlicher Courage und der Fähigkeit, einen Unterschied zu machen. Der junge Mann, sein Name war Nicholas Winton, fand, dass etwas getan werden musste. Ihm ist es zu verdanken, dass 669 Kinder gerettet worden sind. Ich habe hier sein Album mit sehr vielen hochinteressanten Fotos. I only hope that this will send a message. Ich kann nur hoffen, dass die Botschaft rüberkommt. Wir dürfen das nicht vergessen. Wie Nicholas Winton schon sagte in einem Interview auf die Frage, ob er an die Zukunft der Menschheit glaube, er entgegnete, nein, außer wir lernen, kompromissbereiter zu sein. Sonst ist es vorbei. And otherwise it's over. Remind people of, you know, a man who of great humanity. An diesen Mann zu erinnern, der so menschlich war, macht einfach Sinn. Es ist auch etwas echt Positives. Hoffentlich werden wir Leuten damit zeigen, dass jeder etwas verändern kann. Defeated by it and depressed by it, and that maybe we can all do something. And I love that message that he writes. Eine schöne Botschaft. Jeder kann sich aktiv für das Gute einsetzen. You know, passively good and actively good. And that we all have the power to do something. Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Bitte verzeihen Sie, aber über wie viele Kinder sprechen wir? Kann es sein, dass heute Abend hier noch jemand unter uns ist, der sein Leben Mr. Nicholas Winton zu verdanken hat?